So, wo war ich? Oder wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Schlüsselschwert. Das soll's heute endlich werden. Das letzte Mal habe ich es ja bis zum Anschlag mal komplett durchweg lackiert. Also was heißt lackiert? Grundiert. Heute bin ich dann endlich soweit, dem Teil Farbe zu verpassen. Ich werde damit anfangen, dem Griff Farbe zu verpassen und hier unten dem Schlüsselschaft und dem Schlüsselbart. Der Teil Silber, der Teil Schwarz und der bekommt Struktur. Das heißt, ich werde außenrum erstmal ein bisschen was abwickeln mit Paketschnur, Entschuldigung. Und einmal lackieren, zweites Mal lackieren in Schwarz, dann das Paketband drunter machen und nochmal drüber lackieren, dass diese anderen Stellen auch schwarz werden. Dann bekomme ich so eine schöne geriffelte Struktur, die auch ein bisschen sich dann geriffelt anfühlt. Ich muss jetzt nur am Anfang nochmal ein bisschen was anschleifen. Erstens, dass der Lack gescheit hält und zweitens, weil hier ein, zwei Tropfnasen sind, wie ich gerade sehe. Und dann wird das Ding nach und nach dann immer farbiger. Gold, Blau, Silber. Während dann die einzelnen Farbschichten drüben trocknen, kümmern wir uns darum, dass ich endlich den Anhänger, den Mickey Maus Anhänger und die Kette hinbekomme. Mein Papa, der Schreinermeister, hat mich auf was hingewiesen, was viel einfacher und materialsparender ist. Ich mache einfach keine so länglichen, ovalen Kettenglieder, sondern runde. Also muss ich wieder an meine Drechselbank, drechsel ein Rohr, also wirklich ein Rohr, das ich dann von innen ausbohre oder halt ausdrechsel, schneide mir davon ein Scheibchen runter, lackiere die oder bereite die zumindest zum Lackieren vor, breche sie auseinander und füge sie dann, nachdem ich sie ineinander geführt habe, wieder mit Leim zusammen. Zum zweiten Teil, nämlich der Kette. Wie bereits angekündigt, werde ich dafür meine Drechselbank benutzen und nicht so wie eigentlich gedacht mit der Dekupiersäge ein Kreuz ausschneiden. Das heißt, ich schnappe mir jetzt die Esche, drechsel ein Rohr, schneide davon dann die Scheibchen ab, lackiere die, denke ich schon, breche die Teile auseinander, leime sie wieder zusammen und hoffe, dass ich danach nichts mehr lackieren muss. Hoffe ich. Klappt eh nicht.
das macht man am besten mit frisch lackierten, filigranen Kleinteilen. Genau. Man bricht sie auseinander. Warum? Ich will ja eine Kette haben und irgendwie muss ich die Kettenglieder ineinander bekommen. Also, ein Kettenglied auseinandergebrochen, zwei weitere genommen, ins eine reingehängt, wieder zusammengeleimt und schon habe ich eine Kette. Das mache ich jetzt mit 1, 2, 3, 4 Stück, hänge alle dann zusammen und hoffe, dass das alles dann so klappt, wie ich das vorhabe. Es kann gut sein, dass ich nochmal nachlackieren muss, ein bisschen, weil man dann diese Leimspur sehen wird. Aber wenn ich es jetzt hier so zusammenhalte, sieht es schon mal gar nicht so schlecht aus von der Naht her. Was ich auch noch brauche, ist der Mickey Maus Kopf und der Clipser. Mickey Maus Kopf wird relativ easy, hoffe ich mal. Und der Clipser oben, da wird dann auch eine Feder vonnöten sein und so weiter. Da werden wir uns gleich mal mit beschäftigen. Doubts to the moon, sing this all a lonely tune.
Mit 4, also einem Video mehr als der geplanten 3, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Also von meinem Zeitaufwand her. Zufrieden bin ich auch mit dem Endergebnis. Vor allem auf die Lackierung bin ich ein bisschen stolz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese metallischen Lacke alle so gut hinbekomme. Das ist nämlich echt schwierig zu lackieren. Gerade bei dem Gold. Hätte ich die Oberfläche am Griff noch ein bisschen weiter gespachtelt und geschliffen, wäre es wirklich super geil geworden. Aber auch so ist es schon echt fancy. Beim Mickey Mouse Kopf und der Holzkette habe ich absichtlich auf eine spiegelglatte Oberfläche verzichtet, da ich nämlich wieder ein bisschen vom Nerdy Timber Touch mit reinbringen wollte und dem gesamten Werkstück durch eine sichtbare Holzmaserung meine persönliche Note zu verleihen. Ich wurde neulich gefragt, warum ich am Ende der Schlüsselschwertreihe immer hinschreibe, wie viel Arbeitsaufwand und wie viel Arbeitsmaterial ich gebraucht habe. Ich wollte euch mal ein Gefühl dafür geben, wie viel Zeit und Material da drin steckt. Fragt mal einen Handwerkergesellen bei euch in der Umgebung, was für einen Stundenlohn der bekommt, und dann rechnet euch mal aus, wie viel das Schwert nur an Arbeitsstunden kosten würde. Ich werde nämlich immer mal wieder gefragt, Paul, verkaufst du mir zum Beispiel das Bastardschwert für 300 Euro? Nee, ganz sicher nicht. Ihr habt trotzdem die Möglichkeit, später im Jahr dieses gute Stück hier zu ergattern. Ich werde nämlich dieses Schlüsselschwert Ende November, Anfang Dezember wahrscheinlich bei Loot für die Welt für einen guten Zweck versteigern. Das heißt, der komplette Erlös von dem guten Stück hier geht an Loot für die Welt, und ich hoffe, dass ich die Jungs in Berlin da ein bisschen mit unterstützen kann. Und ich hoffe auch, dass es einen netten, sorgsamen Besitzer findet, der die Arbeit schätzt. Bleibt nach meinem Tüdelü noch kurz dran, da zeige ich nämlich noch ein paar kurze Nahaufnahmen und Bilder von dem ganzen Projekt, die ich aber auch auf DeviantArt hochladen werde. Da könnt ihr euch mal ein bisschen beschäftigen. Nächste Woche werden wir uns, denke ich, mit einem neuen Video wiedersehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif und Tüdelü!